Und jetzt hast du immer noch ein bisschen Papierfüllung. Das ist gut. Da kannst du nämlich so Helikopter basteln. Die sind ganz einfach und die Farbe braucht man dazu gerade nicht. Alles, was du brauchst, ist noch ein bisschen Papier, eine Schere, ein Bleistift und Klebstreifen. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Für den ersten Helikopter kannst du gerade eine Lineal nehmen. Das ist noch ein gäbiges Mess. Es gibt so einen mittelgrossen und die gehen auch gut. Und wenn du das ein bisschen gewöhnt bist, wie man es bastelt, dann kannst du die irgendwie kleinere machen. Ich kann auch ganz munzige, die gehen auch gut. Du musst also auf diesem Papier den Maßstab gerade nachfahren und nachher ausschneiden. Möglichst auf dem Strich. Bei den Flügern ist es ein bisschen heikel. Wenn man nicht auf dem Strich schneidet, dann haben sie dann manchmal gleich mal eine schlechte Flugeigenschaft und drehen nicht so gut. So. Der Streifen. Den musst du jetzt schön halbieren in der Mitte. Der Längweg. Und zwar muss nicht der ganze Streifen durchgefaltet sein. Bis knapp in die Mitte längt. So, unten kannst du lassen. Und genau auf dieser Kante musst du jetzt wieder sehr exakt schneiden. Weil das sind Propeller. Und die müssen ganz gut sein. Du schaust halt wieder auf und du ganz, ganz sorgfältig auf dem Strich abschneiden. Bis ein bisschen weniger als Mitte. Circa. Etwa so viel. Fast wie ein Hase, der ein bisschen Ohren hat. Nicht zu weit runter. Da wäre etwa die Mitte, wie du siehst. Ein bisschen weniger als bis in die Mitte längt. Genau. Und jetzt musst du dir mit dem Bleistift zwei Striche machen. Du nimmst den Lineal und tust den dort, wo du aufgehört hast, schneiden, herlegen. Und tust auf der Seite unten nachher einen Strich ziehen. Du siehst das? Und jetzt schneidest du von beiden Seiten ein bisschen ein. Aber nicht bis in die Mitte, sonst ist das zu viel. Also ein Stückchen. Etwa bis in die Hälfte der Mitte. Auf beiden Seiten. Vielleicht siehst du es besser, wenn ich es jetzt so zeige. Etwa so viel. Und genau dort, wo du aufgehört hast, schneiden, ist jetzt die Kante, die da umlitzt ist, bis runter. So. Und das Gleiche machst du auf der anderen Seite auch noch gerade. Bis dort, wo du eingeschnitten hast, tust du umlitzen. So sieht das aus. So fliegt er jetzt noch nicht, aber wir sind schon fast am Ziel. Jetzt musst du hier unten ein bisschen auflitzen. Ungefähr. Ungefähr so viel. Aber auch da, er fliegt gleich. Auch wenn es nicht genau so viel ist wie ich da. Ich misse es auch nicht ab. Etwa so viel. Und das tust du dann mit einem Klebstreifen gerade befestigen. So. Das ist unten und das hier sind die Rotorenblätter von oben. Und von diesen Rotorenblättern tust du jetzt eins gegen die, gegen vorne falten und das Bein muss ganz gerade runterkommen. So gerade und nicht irgendwie so schräg rausfalten. Es ist wichtig, dass es da schön gerade runterkommt, das Bein. Und das andere Rotorenblatt, das tust du eben gerade auf die andere Seite knicken. Auch schön gerade runterfalten. So. Und nachher kannst du da so ein bisschen unten rauf streicheln. Und jetzt siehst du die zwei Rotorenblätter. Und jetzt wird es spannend. Jetzt kommt es aus, ob du einen Helikopter machst, hast gemacht, der gerade von Anfang an super fliegt. Das ist aber manchmal nicht so. Ich zeige dir das, was man noch machen kann, wenn er nicht gut fliegen will. Ich probiere mal. Ich bin jetzt auch gerade gespannt. Das ist gar nichts. Das kann dir eben jetzt vielleicht auch passieren, dass du denkst, jetzt geht er, beim zweiten Mal ist es schon besser.
wenn er bei dir einfach nicht gut fliegen will, dann kannst du noch einen Trick ausprobieren. Dann nimmst du die beiden Rotorenblätter und tust die kürzen. Zack. Dann probierst du noch einmal. Vielleicht geht er dann besser. Voilà. Hast du gesehen? Das ist so ein Trick, den man machen kann. Wenn er nicht gut fliegen will, dann tust du ihm beide gleich lange ein bisschen stutzen und dann probierst du noch mal. Die kann man übrigens auch so wie einen Flieger raufschiessen und dann kommen die tipptopp runter. Viel Vergnügen!